Kingsley Coman als Plan B. Manchester United hat Coman angeblich als Plan B auf dem Zettel, sollte ein Transfer von Borussia Dortmunds Jadon Sancho nicht zustande kommen. Das berichtet Sport1-Reporter Florian Plettenberg. Comans Vertragsgespräche mit Bayern liegen derzeit auf Eis. Marcelo bleibt königlich. Der Brasilianer bleibt Real Madrid offenbar treu. Wie die Sportzeitung Marca berichtet, werde der 33-Jährige seinen Vertrag bis Mitte 2022 zumindest erfüllen. Falls Sergio Ramos geht, wäre Marcelo neuer Kapitän. Update zu ehemaligem Top-Talent. Der 24-Jährige Sinan Kurt ist mal wieder vereinslos. Sein Vertrag beim slowakischen Club FC Nitra ist aufgelöst worden. Bei einem Instagram-Q&A erklärte das Ex-Talent die Gründe. Zitat: Lange Geschichte, habe kein Gehalt bekommen und noch viele andere Dinge. Dopingsperre verkürzt. Die Dopingsperre des Ajax-Torwarts André Onana wurde vom Internationalen Sportgerichtshof von 12 auf 9 Monate gekürzt. Das heißt, sie endet nun im November. Der FC Arsenal hat nach Infos von Spox und Goal Interesse. Lässt Schalke seinen Knipser ziehen? Laut Bild ist Schalke 04 bereit, seinen besten Torschützen der vergangenen Saison und erklärten Fanliebling Matthew Hoppe zu verkaufen. Demnach sei ein italienischer Club gewillt, richtig Geld für den 20-jährigen Jungprofi auf den Tisch zu legen.